Ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser Neuvorstellung von Skyhook Games ÖBB 4746. Guten Morgen, Sie übernehmen den RE 463750 von Stralsund bis zur Endstation Sassnitz. Ihr Fahrzeug ist eine von den ÖBB angemietete Garnitur der Baureihe 4746. Geben Sie nun die Türen frei und warten Sie auf die Abfahrt um 7.59 Uhr. Gute Fahrt, die wünsche ich auch. Alles weitere gleich. Ich würde sagen, wir rüsten mal zuerst auf. Schalten mal das F3-Menü ein. Einmal hier den Führerstand aktivieren. Dann einmal die Taste I, damit wir die Instrumentenbeleuchtung anhaben. Den Fahrtrichtungswender mit der Taste W nach vorne gesetzt. Können wir auch ansonsten hier mit dem Kippschalter machen. Und die Türen mit der Taste T freigegeben. So. Dann schalten wir uns noch die Sicherungssysteme an. Und zwar die PZB mit Shift 8. PZB ist jetzt an. Obere Zugart ist schon aktiv, das passt soweit. Die SIFA lassen wir heute mal aus. Das wäre dann, genau, Shift 7. So, die Türen sind zu. Und dann würde ich sagen, Menü weg und Abfahrt. Okay, ein Blick zum Fenster funktioniert nicht. Fenster lässt sich nicht öffnen. Rangierstrauben klappt auch nicht. Okay. Wir dürfen ausfahren. Und befreien uns. Wir dürfen ausfahren mit 40. Das Interessante ist, wenn man den Kombihebel aus Steuerung, aus Leistung und Bremse auf 0 setzt, dann ist das im Grunde genommen wie so eine Art Geschwindigkeitshaltevorrichtung, also so eine Art Geschwindigkeitsfehler, denn dann bleiben wir tatsächlich genau bei den 38 jetzt, können noch ein bisschen Leistung aufschalten, so, und jetzt wieder auf 0, und jetzt bleiben wir bei den 40. Na? Jetzt, genau. Das finde ich ganz cool gemacht. So, wir haben natürlich eine Innenansicht. Das ist die Innenansicht. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Wir können auch durchwechseln zwischen den zwei Perspektiven. Gefällt mir sehr gut. Und dann gucken wir uns das Modell mal von außen an. Ich würde sagen, einmal ganz kurz auf Pause gedrückt. Und dann können wir uns das Modell mal in Ruhe von außen angucken. Also das Fahrzeug wurde gebaut von Skyhook Games in Kooperation mit RWA. Gepublished wurde das Ganze von DTG auf Steam. Der Link zum Steam Store ist in der Videobeschreibung. Wir sind hier auf einem oder in einem Szenario auf der Inselbahn unterwegs. Das ist der Tatsache geschuldet, dass tatsächlich in Realität auch eine Zeit lang CityJet-Garnituren unterwegs waren auf der Inselbahn, weil die ODEC, die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft, nicht rechtzeitig beliefert wurde mit eigenen Triebzügen. Dementsprechend wurde sich was bei der ÖBB ausgeliehen. Also wir können auch hier durch die Innenräume fliegen. Auch wirklich sehr, sehr schön ausmodelliert, selbst wenn wir nicht in der richtigen Innenansicht sind. Also das sieht alles sehr, sehr schön aus. Und das hier ist unser Führerstand. Und dann würde ich sagen, zurück in den Führerstand. Und dann halten wir als nächstes in 2,7 Kilometern in Rügen dann. Wir dürfen immer noch nur 40 fahren. Was auch ganz cool ist, hier unser FIS, das lässt sich da in irgendeiner Form bedienen. Es sind allerdings keine Ziele für die Inselbahn natürlich hier drin. Ist klar, weil eigentlich sind ja die Züge hier nicht unterwegs. So, schalten wir das an. Neue Zugnummer. Jetzt muss ich mal ganz kurz ins Manual hier rein
gucken, was da dazu stand. Genau, also da haben wir es angemacht. Also man kann sich da auch Ansagen zu runterladen im RWA-Forum. Das habe ich jetzt nicht gemacht, aber vermutlich gibt es auch keine österreichischen Ansagen. So, wir fahren 90. Ich glaube, als Zugnummer kann man einfach irgendetwas eingeben. Oder? Nee. Wir sind ein bisschen sehr vorsichtig reingefahren. Das liegt aber auch daran, dass ich nicht wirklich viel Streckenkenntnis hier habe. Und wir haben noch immerhin, ja, 600 Meter ist jetzt auch nicht mehr so viel. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ehrlich gesagt, ob das die geupdatete Version von der Inselbahn ist oder nicht. Weiß ich gar nicht. Habe ich jetzt nicht vorher nachgeguckt, ob ich das installiert habe. Ja, die Bremsen funktionieren ganz gut. Türen auf. Keine Ahnung, was das für Windgeräusche sind. Es ist so windig heute. Bleiben wir lieber am Führerstand. So, ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Zugnummer. Na, steht leider jetzt, glaube ich, nicht im Manual. Was genau wir da eingeben müssen, oder? Ist halt doof, gleichzeitig zu fahren und ins Manual zu gucken. Geht das, wenn ich jetzt, also in egal. Also es funktioniert irgendwie, aber dafür muss man etwas schlauer sein als ich. So 3 Kilometer, dann halten wir in Alte Fähr. Ich weiß gar nicht, wo diese Geräusche herkommen, ehrlich gesagt, diese extremen Windgeräusche. So, 80 sind erreicht. Und die Geschwindigkeit wird gehalten, auch wieder von 90 fahren. Ein bisschen zu schnell. So, schon besser. So, das Display ist, aha, bedienbar, Tempomat. Aha, so können wir das an- und ausschalten. Interessant auf jeden Fall. So,
da können wir dann den Tempomaten, also praktisch wie eine AFB, so ein bisschen bedienen mit hoch und runter. Sonst ist hier nichts weiter bedienbar. Das ist die Federspeicherbremse. Okay, wir müssen jetzt mal langsam hier anhalten. Gucken wir uns gleich weiter im Führerstand um. Ja, auch komisch, ne? So ein Eisenbahnverkehrsunternehmen aus dem tiefen Süden, ganz weit im Norden, hat auch irgendwas fast schon Ironisches an sich. So, wir halten an. Ich weiß gar nicht, als was für ein Zug wir gelten, ob wir jetzt ein Kurzzug sind oder die normale Haartafel hier bedienen. Ich glaube, letzteres. Tür auf. Ich weiß nicht, wo diese Windgeräusche herkommen. Sehr komisch. Und extremst nervig. Ich will nur ein Foto machen. Dann gehe ich wieder in den Führerstand rein. Vielleicht noch ein zweites, ne? So, und die Türen mit Geräuschen gehen zu. Und auf geht's. Ich kann nicht beurteilen, wie gut der Sound ist, weil ich die Fahrzeuge noch nie in Realität gesehen habe. Also gesehen tatsächlich schon, aber nicht so, dass ich mich jetzt wirklich an den Fahrsound erinnern könnte. Daher bin ich ganz gespannt, falls ihr in den Kommentaren das Ganze besser wisst. Lasst es mich gerne wissen, wie ihr das findet. Also den Sound. So, wir können hier auf jeden Fall die Lichter also noch auf jeden Fall konfigurieren. Na, warum funktioniert denn der Tempomat jetzt nicht? Sehe ich nicht. Dann stellen wir den halt manuell ein. So. Und dann halten wir in 3 Kilometern. So, hier können wir noch auf jeden Fall das Fernlicht umstellen. Können wir mal machen. Macht es Unterschied? Sehr schön. Das ist dann die indirekte Bremse. Das ist das Horn. Jetzt ist auf jeden Fall jeder wach. Das sind die Scheibenwischer. Führerstandsbeleuchtung. Bisschen zu grell für Tag. So, noch 2 Kilometer. Buchfahrplanleuchte. Ach, das können wir jetzt tatsächlich ein bisschen runterdimmen. Also die Instrumentenbeleuchtung. Finde ich gut. Bin ja mehr so ein Fan vom gedimmten Licht. So, am GSMR lässt sich nichts bedienen. Sind doch anscheinend hier in Österreich eingewählt, GSMR A. Hier haben wir die PZB, alles klar. Der Sandstreuer.
für Seitenschalter, Panto, Hauptschalter, Richtungsschalter. Was bist du? Kann ich gar nicht erkennen, was das hier ist. So, Rambin in 1 Kilometer. Gibt es hier einen Sonnen? Ja, das geht auch. Die Sonnenblende. Das Sonnenrollo. Hier sehen wir auch schön Sollgeschwindigkeit, Istgeschwindigkeit, wie viel Energie wir verbraucht haben in Kilowattstunden, wie viel wir wieder eingespeist haben, die orangene Zahl. So, jetzt benutzen wir die E-Bremse und jetzt ist natürlich klar, dass wir mehr benutzen und wir müssen mal ein bisschen das war jetzt kein so guter Halt. Okay, erkennt er noch. Das war jetzt, sagen wir, alles andere als gut. So, was können wir jetzt hier sehen? Zentrales Öffnen, Zwangsschließen, TF, Ausstieg. Ha, interessant. So, hier irgendwas, Spezialdaten ansehen. Nö. So, Türen sind zu. Und auf geht's. Nächster Halt. Samtens. Oder Samtens in 5,5 Kilometern. So. Hier sehen wir, wie viel Strom wir jetzt gerade aufgeschaltet haben. Beziehungsweise wie viel Strom jetzt gerade durch den Motor fließt. Erhöht sich natürlich die Amperezahl, wenn wir mehr Leistung aufschalten. Dürfen 90 fahren, so. Hier sehen wir die Netzspannung, 15,8 kV. Ja. Das war jetzt einmal so eine Tour durch den Führerstand, was wir hier so haben. Hier ist noch das Telefon. Hier hinter uns ist jetzt nichts weiter, an der Wand auch nicht. Das lässt sich nicht bedienen, das Fenster geht nicht runter, die Tür hinter uns auch nicht. Ja, also ein solider Führerstand, macht ordentlich was her. Und bisher muss ich sagen, das Fahrgefühl gefällt mir sehr, sehr gut. Um das nochmal vielleicht zu erwähnen, der Key wurde mir zur Verfügung gestellt von DTG. Das bedeutet aber in keinster Form, dass ich jetzt hier Werbung machen muss für die Baureihe hier. Ich bin da komplett frei in dem, was ich sage. Ich kriege da nämlich auch kein Geld für. Sondern das ist mehr so eine Vorstellung, falls ihr auch überlegt habt, euch das Fahrzeug zu holen. Einfach mal das Video hier angucken. Und dann selbst entscheiden, ob das was für euch ist oder nicht. Ich gebe euch meinen ganz ehrlichen Senf dazu, als Nicht-Österreich-Experte. Und als Nicht-Train-Simulator-Experte. Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen bei der Entscheidungsfindung.
Interessant ist auf jeden Fall, dass Skyhook Games da mit RWA zusammengearbeitet hat und im RWA-Forum gibt es auch schon ein paar Repaints für das Fahrzeug. Ich glaube, Szenarien gibt es da wohl auch schon. Genau, da gibt es ja noch dieses Soundpaket mit Ansagen. Und ich glaube, ein paar weitere Repaints sind auch noch in Arbeit, so wie ich das gesehen habe, seitens der Community. Insofern, also wer da seinen Spaß damit hat, dem sei das Fahrzeug auf jeden Fall empfohlen, wer da Interesse dran hat. Mir gefällt das bisher ganz gut. Man macht natürlich ein bisschen wenig, ne? Ist halt ein Fahrzeug, das eben sehr modern ist. Man hat hier jetzt nicht mehr so viele Schalter, nicht so viele Hebel. Aber so ist das nun mal mit der Modernisierung. Und das ist auch vielleicht an manchen Stellen, so traurig es für Nostalgiker ist, gar nicht mal so schlecht. So. Türen auf. Ach, dieser Wind. Ne, das lässt sich echt nicht aushalten draußen. Dabei bewegen sich die Bäume nicht mal. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Keine Ahnung. Hatte ich vorher bis jetzt auch nicht das Problem. So. Türen werden geschlossen. Türen sind zu. Und Abfahrt. Nächster Halt ist Teschenhagen. In 7 Kilometern. Sind wir echt bisher noch pünktlich, frage ich mich. Ja, den Halt haben wir jetzt nicht. Da haben wir jetzt keinen Haken bekommen, da auch nicht. Aber gut, Teschenhagen, Bergen auf Rügen, Itzo, Sagard, Lanken und Sassnitz. Okay. Wir achten darauf, nicht schneller als 90 zu fahren. War ein bisschen schwer abzusehen, wo die Nullstellung ist, ehrlicherweise. Weil man bei der Nullstellung kein Feedback, kein Soundfeedback bekommt. Sondern erst bei dieser Stellung. Und diese Stellung ist zwar meiner Meinung nach die eigentliche Nullstellung, aber das ist wohl laut System nicht die Nullstellung, weil da funktioniert dann der Tachomat nicht mehr, sondern erst, wenn man jetzt ein bisschen wieder Leistung aufschaltet und dann hier. Aber das ist nicht die Nullstellung. Das ist nämlich noch ganz, ganz leicht Leistung aufgeschaltet, meiner Meinung nach. Aber vielleicht ergibt das ja auch Sinn, weil ja die Geschwindigkeit gehalten werden muss. Und das funktioniert ja nicht, wenn gar keine Leistung mehr aufgeschaltet ist. Ja, hier ist ja auch ein bisschen Leistung aufgeschaltet. Wir sehen es ja hier. So, ja, 5 Kilometer, das ist ja noch ordentlich. Wir können noch mal in das Fahrzeug rein. Sieht auf jeden Fall sehr gemütlich und sehr modern aus.
funktionierende Uhr. Auch das hier sieht sehr gut aus. Das mit dem Fiss hier ärgert mich irgendwie, dass ich das jetzt nicht vorher nachgeguckt habe. Oh, Moment. Da gibt es ja noch richtig Menüs. Sondertextansagen. Covid-19-Ansage. Klappt nicht. Türbereich freigeben. Freihalten. Geht nicht. Zurück. Na, ja, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Diagnose. Geht nicht. Audiosprachen. Automatische Ansage. Deutsch, Englisch, Ungarisch. Streckensteuerung. Geht nicht. Warum klappt das mit dem Sondertext nicht? Ach so, ist. Ach so, Moment. Das klappt vermutlich deshalb nicht, weil das erst klappt, wenn man sich dieses Sprachpakete-Mod im RWA-Forum runterlädt. Dann wird das vermutlich funktionieren. Ach Gott, ist das laut. So. Turn off. Ne, das geht nicht mit der Außenansicht. Das geht nicht. Wir bleiben im Führerstand. Oder wir können zumindest in die Innenansicht. Sind die Türen eigentlich in der Innenansicht auch animiert? Ne, die Tür ist glaube ich zu, ne? Ich glaube schon. Naja, gut. Dann ist das so. Türen sind zu. Kann ja nicht alles wieder Trains im World sein, ne? Bergen auf Rügen in 4,5 Kilometern. Auf geht's. Wir dürfen ausfahren mit 90 weiterhin. Ja, ein bisschen zu viel Leistung. Klingt ein bisschen wie beim Anfang, so ein bisschen wie so ein moderner Staubsauger, ne? So, jetzt noch ein bisschen mehr Leistung. Und dann haben wir jetzt gleich die 90 erreicht. Nämlich jetzt und aber bitte die. Den Tempomaten rein. Schön die Geschwindigkeit halten. Wir sehen auch hier übrigens unsere einzelnen Fahrzeuge. Ich gehe mal davon aus, dass die Fahrzeugnummern damit übereinstimmen, was draußen steht. Hier sehen wir die aktuelle Temperatur, die Höchstgeschwindigkeit, das Datum und die Uhrzeit und bis auf das Datum, bis auf die Uhrzeit,
Stimmt das tatsächlich? Also vom Datum der Aufnahme her. Aber ich glaube, das ist eher Zufall, weil ja klar war, dass das Szenario am 5.8., dass das Fahrzeug am 5.8. veröffentlicht wird. Daher steht das auch hier drin. Ich glaube nicht, dass das mit dem eigenen Datum zu tun hat, das halt gerade ist, während man selbst spielt. Glaube ich. Aber ist ja auch eigentlich nicht so wichtig. Da kommt uns ein bisschen Verkehr entgegen, sehr schön. Das freut mich doch sehr, jawohl. Und noch 900 Meter. Dann bremsen wir mal langsam. Links noch eine 155. Wir fahren mal vor bis zum Bahnsteigsanfang. Ist ein recht langer Bahnsteig hier auf Bergen, auf Rügen. So, und ich glaube, hier können wir halten. Genau, an der Harttafel. So. Ich war gerade geneigt, in die Außenansicht zu gehen, aber das erspare ich euch und mir. Auch wenn ich mir gerne den Zug da hinten angeguckt hätte, aber was soll's, wir stehen hier in Bergen auf Rügen. Nicht zu verwechseln mit den Bergen in Norwegen. Da gibt es auch eine Stadt, die heißt Bergen. Eine sehr schöne Stadt. So, ich glaube, die Türen schließen sich gerade. So. Türen sind zu. Und dann können wir weiterfahren. So, 10 Kilometer. Nizo. Ausfahrt mit 90. Okay. Wir halten die 90 und fahren jetzt noch ein ganzes Stück. Haben noch ungefähr 15 bis 20 Minuten vor uns. So, vorbei am Bahnübergang, der ist zu. Sehr schön.
Das ist natürlich faszinierend, dass für diesen so alten Simulator immer noch tatsächlich Fahrzeuge gebaut werden. Das ist doch verrückt, oder? Und viele der Fahrzeuge sind auch wirklich qualitativ echt nicht schlecht. Hier zum Beispiel jetzt das Fahrzeug. Das ist schon richtig gut gemacht. Das muss man Skyhook Games und RWA lassen. Skyhook Games, die sind ja, glaube ich, im Train Simulator mit einem vergleichsweise guten Stand in der Community drin. Anders im Train Sim World, wo Skyhook Games bisher recht mager performt hat, um es freundlich auszudrücken. Aber wer weiß, was die Zukunft so bringt. Ja, so einiges, was sich verändert im Laufe der Zeit. So kann auch aus jemandem, der ehemals schlechte Qualität herstellt, auch jemand werden, der gute Qualität herstellt. Siehe DTG selbst. DTG selbst ist mittlerweile ein Payware-Hersteller, der auf wirklich absolut Top-Niveau Strecken herstellt. Und was den TSW angeht, auch wirklich gute Fahrzeuge baut. Auch Rivet Games hatte einen sehr, sehr schlechten Einstand gehabt im TSW und hat sich sehr stark weiterentwickelt. So ist das nun mal mit Zeit und Entwicklung sammelt man immer mehr Erfahrung. Und nur so kann man besser werden, dass man dann vielleicht die eine oder andere Sache mal ins Wasser versenkt. Das ist dann wohl anscheinend Teil des Prozesses. Wenn auch unbeabsichtigt, wenn auch ungewollt und auch unschön, aber sowas gehört dann wohl auch mal dazu, Produkte herzustellen, die nicht ganz den qualitativen Ansprüchen genügen, maximal den qualitativen Mindeststandards genügen. Und das ist aber den meisten berechtigterweise nicht genug. Aber es geht jetzt nicht um den TSW, sondern um den TS. Insofern bleiben wir mal thematisch dabei. Es gibt ja ein Fahrzeug auch von Skyhook Games und ich glaube auch in Zusammenarbeit mit RWA, die ÖBB 47 44, glaube ich, die mehr oder weniger ja eigentlich fast das gleiche Fahrzeug ist. Ich glaube, der Hauptunterschied zwischen diesen beiden Fahrzeugen sind die Türen. Insofern kann ich natürlich die Leute verstehen, die dieses ältere Fahrzeug bereits im Train Simulator haben, dass die da natürlich jetzt ein bisschen zurückhaltend sind, was jetzt dieses neue Fahrzeug angeht. Ich kann da nicht so viel sagen, weil ich die ältere. Oh. Ups. Was habe ich denn übersehen? So, Nullstellungszwang. Bremsen lösen sich. Und wir fahren weiter. Ich weiß nicht, was ich übersehen habe, ehrlicherweise, aber deshalb habe ich es ja übersehen. Okay, da blinkt auf jeden Fall was.
Okay, eine Ankündigung auf 40. Die habe ich übersehen. Okay. Ja, meiner. Dann halten wir auch schon gleich in Lizo. Da ist der Gegenzug, der wartet schon auf uns. Einmal vorbei. Mit Blick aufs Meer. Wir blicken natürlich nach vorne, bevor wir weitere Zwangsbremsung kassieren. Vorbei am Biegen. Mal hier links rüber. Und dann können wir hier ein Lizo halten. Das ist auch ein schönes Bild, oder? Der Mann da steht im Weg. So. Befreien wir uns. Wir fahren mit 40 aus. Hier ist er halt in Sagard oder Sagard. Ich weiß gar nicht, wo es da rechts lang geht. Weiß das jemand? Ab hier dann die 60. Das finde ich ist auf jeden Fall eine coole Funktion, dass wenn man den Kombihebel auf 0 setzt, dass dann automatisch der Tempomat anspringt an der Stelle. Gefällt mir tatsächlich von der Funktionalität. Also Hut ab, Siemens, habt ihr euch gut überlegt. Ich habe das, glaube ich, gar nicht erwähnt. Wir sind auf der Strecke Inselbahn unterwegs von Stralsund nach Sassnitz. Geht die Strecke und ist gebaut worden von
DTG. Das ist dann praktisch die Voraussetzung, damit man die Szenarien, die mitgelieferten Szenarien für dieses Fahrzeug spielen kann. Alle, ich glaube, es sind 3 Szenarien, die mitgeliefert werden. Davon gucken wir uns gerade hier eins an. Alle 3 sind für diese Strecke. Natürlich sind die Fahrzeuge perfekt einsetzbar auf österreichischen Strecken. Davon hat, glaube ich, die DTG 1 oder 2. Und die restlichen österreichischen Strecken stammen ja von RSSLO. Und ich glaube, da lässt sich dieser Triebzug auch herrlich einsetzen auf deren Strecken. So, wir dürfen weiter nur 60 fahren. Und ab hier vorne ganze 70. Also einmal Vollstoff und wieder runter. Nein, wir versuchen natürlich ganz gemächlich zu beschleunigen. Wir wollen ja nicht, dass unsere Fahrgäste... Ups, nein. Weg da. Wir wollen nicht, dass unsere Fahrgäste durchgeschüttelt werden. Da sind sie sowieso schon von der Zwangse. Noch 3,7 Kilometer. Signal ist grün. So muss es sein. Und ab hier gelten 60. Das war jetzt aber nicht angekündigt. Oder? Und ab hier wieder 70. Interessant. Kilometer 266,6 gerade passiert. Zu sehen an diesen Hektometer-Tafeln. Die im Abstand von 200 Metern am Streckenrand aufgestellt sind. So, noch 600-700 Meter, dann halten wir an. Also Leistung rausgenommen. Ich sagte Leistung rausgenommen. Wir rollen jetzt nur noch. Werden sowieso schon durch die Reibung langsamer. Und ich glaube, es geht auch bergauf. Ganz leicht. Hier vorne halten wir. Mit unter 60 am Bahnsteigsanfang. Oh, hier ist sowieso nur 50. Interessant ist, dass sowas hier nicht vorsignalisiert ist. Entschuldigung, ich wollte gerade eigentlich in die Außenansicht wechseln, aber das...
geht ja nicht mit diesen Wind. Geräuschen, dann Lanken in 4 Kilometern. Sassnitz in 6 Kilometern. Also noch gut 5 Minuten Fahrt vor uns. Türen schließen sich. Und wir fahren ab. Erst Langsamleistung aufschalten. Und dann ein bisschen mehr drauf geben. Hier haben wir noch diverse Anzeigen. Niedrig, mittel, hoch. Was ist das? Achso, die... Bahnsteigshöhe, glaube ich. Oh, Moment, wir dürfen nur 50 fahren, ne? Ja, immerhin fast die Hälfte unseres Verbrauchs konnten wir, okay, nicht die Hälfte, aber ein Drittel unseres Verbrauchs konnten wir schon wieder zurückspeisen. So, ab hier gelten die 70. Dann haben wir noch 2 Kilometer, dann sind wir in Lanken. Habe ich vorhin Landeck gesagt? Weiß ich gar nicht. Falls ja, war das natürlich falsch. Das ist nicht Lanken, nicht Landeck, sondern Lanken. Vorletzter Halt für heute. Und dann sind wir durch. So, ist das zu bestätigen? Ich glaube nicht, ne? Okay, gut. Ich kenne mich nämlich mit Formsignalen so gar nicht aus. So, Mittelbahnsteig, Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, ich frage mich gerade, okay, ja, wir sind so spät. Wir hätten auch jetzt schon eigentlich wieder abfahren müssen. Na gut. Dann ist das so. Akzeptiere ich. Die Rangiersteuerung. Im TSW funktioniert die. Im TSW funktioniert die. Türen zu und auf geht's.
langsam Leistung aufschalten. Und ein bisschen mehr Leistung. Vorsignal zeigt Fahrt. Und dann haben wir noch 2 Kilometer. Dann sind wir in Sassnitz und das war's dann auch für heute. Ups. Ach. Immer die falsche Taste. Ist immer ein bisschen schwierig, wenn man von TSW auf den Train Simulator wechselt. Gibt es da immer die ein oder anderen Unterschiede bei der Steuerung? Und die sind natürlich nicht zu unterschätzen, weil man dann die ein oder anderen kleineren Fehler auch mal macht. So, dann sind wir da vorne in Sassnitz. Und öffnen die Türen. So, ich werde jetzt nicht zur Verabschiedung, wie ich sonst machen würde, in die Außenkamera springen. Stattdessen bedanke ich mich praktisch hier aus dem Führerstand heraus fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe.